Wir haben jetzt die lange Reihe gemacht. Funktionalismus, Industriedesign. Jetzt kommt Erwin Aders und sagt, schließt morgens auf und dann steht da so ein Typ vom Heereswaffen und sagt, sie müssen uns jetzt einen Panzer bauen. Okay, los geht's. Und deswegen könnte man mit ein bisschen Häresie tatsächlich sagen, dass der Tiger I der erste Bauhauspanzer war. Und ich hoffe, dass die Design-Community sich bei mir meldet. Es gibt keinen Master-Aspekt, der sagt, deswegen ist der Tiger so beliebt. Ich zeige Ihnen jetzt ein ganzes Bündel von verschiedenen Faktoren. Und meine These ist, dieses Bündel macht den Tiger zu gutem Industriedesign. Das war der erste Faktor.